Hallihallo, hier ist Christian von Christian Goes Vegan. Aber heute go ich nicht vegan, sondern heute go ich Kochwettbewerb bei Kochs Vegan, einem anderen Kanal in YouTube, einem tollen Kanal, von dem ich schon einige Inspirationen auf meiner sehr kurzen Reise bisher bin erst seit Dezember 2014 sozusagen ins vegane Lager gewechselt. Und da mache ich jetzt bei dem Kochwettbewerb mit und mache da mein absolutes Lieblingsgericht. Innerhalb von den letzten 33 Tagen habe ich relativ viel gekocht, ausprobiert und so weiter. Aber ein Gericht, das habe ich selber aus den Zutaten, die ich gerade hatte, gemacht. Hat mir wunderbar geschmeckt. Das war ein schönes, rundes Ding. Wie ihr das nennt, ist mir egal. Ich nenne es jetzt Wildreis-Shiitake-Pfanne. Und ja, und da ist noch ein bisschen Tofu dabei und Fenchelsamen. Ihr werdet das alles sehen. Und das mache ich jetzt für euch. Und ja, und wenn ihr wollt, dass ich Gewinner oder auch Verlierer, dann müsst ihr eure Stimme abgeben oder nicht abgeben. Auf jeden Fall probiert's. Also dem einen oder anderen schmeckt das total gut bestimmt, bin mir relativ sicher. Mir schmeckt es total klasse. Und ja, dann gehen wir mal in die Pfanne. Bis gleich. So, jetzt fangen wir an. Also als erstes geben wir dafür Kokosöl in die Pfanne und lassen es heiß werden. So. Als erstes werden die Shiitake-Pilze gebraten. Ich mache da immer noch ein bisschen Rohrohrzucker und Salz dran. So, und dann kann auch schon der Tofu mit rein. Ich nehme, also ich habe verschiedene Tofu ausprobiert. Mir persönlich schmeckt dieser hier am besten von Tucan, Bio Vegan Italia. Aber ihr könnt natürlich auch dann euren eigenen Tofu nehmen, der euch am besten schmeckt. Auf jeden Fall auch kräftig mit anbraten. So, und nachdem das jetzt alles so langsam ein bisschen Farbe angenommen hat, tut ihr Cashewkerne rein. Die ganzen Mengenangaben brauche ich euch nicht geben, das macht ihr, wie ihr das gerne habt. Und Fenchelsamen. Genau. Und dann lasst ihr das weiter braten. Ja, und wenn das für euch so ungefähr die richtige Farbe hat, ich meine, ihr könnt die Dinger ja alle roh essen, das ist ja auch ein rohes Gericht, ihr könnt den Tofu roh essen, ihr könnt die Pilze roh essen, ihr könnt alles da roh essen, auch die Cashewkerne. Also von daher ist das. Jetzt gibt es keine Bratzeit oder so. Macht es, solange ihr Lust habt. Ja, auf jeden Fall dann Kurkuma dran. Und ja, dann kommt auch der Wildreis. Zu dem Wildreis kurz eine Info. Also ich. Also ich mache folgendes. Ich weiche den Wildreis ungefähr 3 bis 4 Tage ein in kaltem Wasser. Ich koche den nicht, sondern ich lasse den sozusagen ja, 3 bis 4 Tage einfach quellen. Und dadurch sind halt natürlich ja, mehr Vitamine drin, als wenn man den kocht. Und ein paar Nährstoffe, und ich tue den auch nur am Ende kurz drauflegen, werde dann auch jetzt mit süßer Sojasauce quasi abschmecken. Und ja, und das war's dann letztlich auch schon. Also der Wildreis kommt nicht wirklich mit dem Braten in, also mit hohen Temperaturen in Verbindung. Er wird nur kurz draufgelegt und dann schwenke ich das am Ende jetzt nochmal durch. Ich schalte eigentlich schon dabei dann ab. Und quasi ist dann fertig. Ja, so sieht das dann letztlich auf dem Teller aus. Und ich mache dann meistens noch ein bisschen Petersilie oben drauf. Und ja, damit ist es fertig und mein absolutes Lieblingsgericht, ich kann es nur empfehlen. Mengenangaben und so weiter, wie gesagt, probiert selber aus, die Kombination von dem Kurkuma, von dem Fenchel, von Cashew und alles, was drin ist, schmeckt einfach gigantisch. Mein absolutes Lieblingsgericht, meine Empfehlung für euch und viel Spaß damit.